Banales Beispiel vielleicht, aber House of Cards bei Netflix ist ein gutes Beispiel für mich für Data-Driven Innovation. Barbara, du bist jetzt einige Zeit bei Google, aber vor Google gab es natürlich auch eine Zeit. Und wenn du das jetzt kombinierst, deine Erfahrungen, und betrachtest, welche Trends hatten den größten Impact, short-term, auf die Businessmodelle oder das Business allgemein bei unseren Kunden? Welche wären das? Das Thema Sustainability ist eines der Themen, die mich schon lange Zeit begleiten. Also in meiner Zeit auch in der Energieindustrie war natürlich Sustainability in der Erzeugung ein Thema. Wenn man aber aus heutiger Sicht oder nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch aus der Brille unserer Kunden draufschaut, ist Sustainability natürlich für die gesamte Lieferkette oder das gesamte Geschäftsmodell ein großes Thema. Das fängt an bei der Erzeugung. Wie wird grüner Strom erzeugt? Das kommt dann zum Data Center, wenn wir über IT und IT als Kernlösung sprechen. Wie wird ein Data Center möglichst sustainable betrieben? Wie kann die Kühlung beispielsweise optimiert werden, auch an die Erzeugung von Erneuerbaren? Und dann geht es natürlich bis zum Endkunden durch. Wir haben heute mehrfach das Beispiel gehabt, Lebensmittellieferungen oder Lieferungen im Generellen. Wie kann das sustainable geschehen? Wie kann der Weg optimiert werden? Wie kann die zurückgelegte Strecke optimiert werden? Wie kann das Transportmittel optimiert werden? Deshalb Sustainability ist einer dieser Trends, die sich seit langer Zeit durchziehen, die aber immer mal wieder Peaks auch sozusagen wahrnehmen und immer mal wieder stärker in den Fokus rücken aus unterschiedlichen Gründen. Was denkst du denn? Was ist wichtiger? Sehr wichtiger für eine Unternehmung oder vielleicht auch so ein Startup, mehr auf diese Innovation Culture zu setzen oder mehr auf das Thema Data-Driven, datengetriebene Kultur zu setzen? Wie würdest du es machen? Ich bin gar nicht sicher, dass sich die beiden Elemente ausschließen. Ich sag mal das englische Stichwort Data-Driven Innovation. Auch Innovation kann ja datengetrieben sein. Und ich würde es gar nicht voneinander trennen. Banales Beispiel vielleicht, aber House of Cards bei Netflix ist ein gutes Beispiel für mich für Data-Driven Innovation. Weil House of Cards tatsächlich so entstanden ist, dass es eine Korrelation im Background gab von Fans der ursprünglichen House of Cards-Serie von Kevin Spacey und von David Fincher, dem Director. Netflix hat alles zusammengebracht und damit direkt eine neue Kultserie geschaffen. Und deshalb glaube ich, datenbasiert und Innovation schließt sich gar nicht aus, sondern beflügelt sich noch eher gemeinsam. Maura, wenn du Digital Natives, also sprich wirkliche Digital Natives, die gerade erst gegründet haben oder erst vor kurzem gegründet haben und nicht diejenigen, die jetzt digitalisieren wollen, wenn du den Digital Natives einen Rat auf den Weg geben möchtest, was wäre der? Vielleicht der erste, der mir einfällt, ist, denkt tatsächlich an eure Kunden. Denkt daran, wie ihr die Challenges der Kunden lösen könnt und wie ihr eure Produkte schnell zu diesen Kunden bringen könnt. Dann aber vielleicht auch noch im Kontext meiner Aufgabe bei Google Cloud und was ich im täglichen Business mit den Digital Natives sehe. Man sollte von Anfang an daran denken, eine skalierbare IT aufzubauen. Auch und insbesondere beim Thema Security, weil das Ziel eines Digital Natives oder Startups ist immer auch die Skalierung. Die IT sollte dabei auf keinen Fall zur Verlangsamung führen oder sogar zum Blocker werden. Das heißt, da von Anfang an mit Bedacht zu arbeiten und immer daran zu denken, was passiert, wenn ich das Ziel von beispielsweise 2 Millionen Usern erreiche, skaliert meine IT noch mit und das von Anfang an darauf auszulegen. Das wäre im Rahmen meiner Google Cloud-Aufgabe die Challenge, die ich am häufigsten sehe. Und was wäre der Rat dann umgekehrt an diejenigen, die schon ein sehr, sehr langes Business haben, wie eine UPS, DPDRL und so weiter, also seit vielen, vielen Jahren am Markt, natürlich die IT mitgewachsen. Was wäre dein Rat an diese Unternehmen? Na, da kommen wir wieder zum Thema vielleicht Leidenschaft und Innovation zurück. Niemals die Leidenschaft oder die Curiosity sozusagen verlieren, weiter zu innovieren. Und ich glaube, da ist gut, dass du UPS genannt hast. UPS auch ein gutes Beispiel dafür, dass sie durch datenbasierte Innovation
auch ihr Geschäftsmodell so weiterentwickelt haben, dass heute dieser Auslieferungsvorgang viel datenbasierter und effizienter funktioniert mit Routenvorschlägen und damit eben auch UPS in der digitalen oder neuen Welt angekommen ist. Und ja, das ist sehr spannend und wichtig für die Unternehmen, eben diese Leidenschaft an der Innovation auch mit der Zeit nicht zu verlieren.